sogar der Niklas-Film. Ich bin jetzt hier bei Vincent Vegan. Ist das nicht mal der geilste Name ever, oder? Also das ist schon mal ein Punkt von mir. Pulp Fiction. Und so. Und so sieht es hier aus. Und das Coole ist, also das ist jetzt ein Pop-Up. Die haben das jetzt hier gemacht. Haben das alles fertiggestellt und so. Und hatten ein Budget von 7.500 oder so. Und das Essen ist auch inklusive in diesem Preis. Das ist krass. Und wenn es hier nichts wird mit dem Pop-Up, wenn das heute nicht angenommen wird, wenn die keine Investoren finden sozusagen, dann kommt hier wieder was Neues rein. Das ist krass. So schnell wird dann alles neu renoviert und so. Um gute Pommes zu machen, musst du selbst eine Pommes werden. Geht's in die Küche. Hallo. Sieht gut aus. Kannst du nochmal näher rangehen? Ja. Schokokuchen. Aha, da sind die Patties. Lecker. Oh. Die lassen wir produzieren. Okay. Also nach eigenem Rezept. Okay. Das, was ich gerade überlegt habe, da würde ich mir ziemlich viel Platz ersparen, wenn ich den. Ihr wollt schon immer rein in so eine Küche. Die Brownies sind überragend. Ja, die Brownies. Echt? Ich will unbedingt Memo haben. Hast du ja schon alles probiert? Ja. Jetzt sind wir hier, The Big Balmy. Ein Burger. Oh, schöne Lampe. Hallo. Süß. So sieht es hier aus. Das ist auch schön. Ich finde es sogar hier cooler als drüben. Ja? Irgendwie, ja, doch. Delicious. Yummy. Das ist cool. Ach, das riecht hier so. Das riecht man voll, ne? Das Seil? Ja, das Seil. Ja, kann sein. Ich weiß nicht. Sieht cool aus. 90% hier. Schön. Ja. Die sich halt dann, ne, stehen in der Konkurrenz. Ja, das haben sie. Truffle Burger, 59. Mit aber wie gesagt, es geht. Also in Frankfurt ist schon teuer. Ja? Wir haben noch teurere Sachen. Ich hatte letztens einen Burger für 12 Euro. Da habe ich richtig. Guck mal hier. Erkennt ihr dieses Prinzip? Ist doch schon ähnlich wie mein Wandbild. Aber cool, so als Motiv dazu. Truck oder Wagen. Ist cool. Ich wollte mal kurz kommen. Die können wir einfach testessen. Ja, also. Wir stören euch gar nicht groß, ne? Macht einfach weiter. Hier sind die ganzen Soßen. Wow. So, ich bin jetzt hier im Vincent Vega. Das ist das Menü und ich suche mir jetzt was raus. Testessen und so. Testessen ist immer gut. Ich zeige euch mal das Menü. Das gibt es. Classic Beef Burger. Was esse ich denn? Oh mein Gott, ich habe sau Hunger gerade. Bacon. Da frage ich mal, was das für ein Bacon ist. Chicken Nuggets. Oh mein Gott. Also. Aha, und hier geht's weiter. Coole Sachen auf jeden Fall. Gute Preise, finde ich auch. Das Interessante hier ist irgendwie, dass es so wirklich wie so ein Burger-Lokal ist und man bekommt auch Currywurst und also Fast Food, aber eben vegan. Also interessant ist ja schon hier, dass man, wie gesagt, Chicken Nuggets bekommt. Aber aus was ist das? Und die sind selbst gemacht. Schon interessant. Muss man mal fragen. Vielleicht wäre es cool, wenn man das so schreiben könnte, aus was das ist oder so. Oder was da noch drauf kommt, weil hier auch wie genau so Chicken Style, vielleicht mit was das immer kommt oder so. Das könnte man ja noch dazu schreiben. Dann hier habe ich zwei tolle Sitznachbarn, die mich gerettet haben. Die mit mir die Wartezeit vertrödeln. Das dauert schon ein bisschen. Ja, aber wir haben ja auch Glück, dich gefunden zu haben. Also von daher, ja. Du als unsere Expertin. Werden wir mal sehen. Unsere Foodwatcherin. Aber wir warten jetzt schon so eine halbe Stunde. Ja. Gut. Und ihr wisst, wenn ich Hunger habe, ist ganz schlecht. So. Tada! Tada! Endlich! Yeah, ich habe die Currywurst gehabt. Sehr gut. Kleine Chicken. Mhm.
Ketchup, Mayo, zwei. Habt ihr beide das gleiche? Ja, okay. Hast du auch mit Bacon und? Ja. Ah, okay. Achso, genau das gleiche dann. Okay. Genau. Mit Bacon und Beef Burger. Mit Bacon. Genau. Bacon und Käse. Wir wollen die Chicken Nuggets. Nichts verschwenden hier. Guten Appetit. Also ich meine, du kannst ja den Burger dann nochmal draufsetzen. Ja, guten Abend. Darf ich beim Essen stören? Ja. Mich würde natürlich ganz gesund. Das ist eine andere. Lecker. Hier, Chicken Nuggets. Mit einer Garlic-Kurkuma-Dip. Mal probieren. Selbst erfunden. Genau, selbst erfunden. Stimmt. Magst du die Soße nicht? Also ich finde, das ist irgendwie komisch. Oh, die Kamera läuft. Ich wollte sagen, ich finde, das ist ein Desaster. Da schneidest du raus. Nee, bei mir darf man alles sagen. Schoko. Ein Blondie. Ein brauner Blondie. Ja. Ich habe ja auch mal vegane Brownies gemacht. Oh Gott, das ist so hart. Das schmeckt ja wie von Fulretta. Ja. Ich bin ja schon am Flughafen, aber ich wollte noch mal ganz kurz so ein Fazit geben zu dem Vincent Vegan. Also wie gesagt, das ist, der Name ist cool, Konzept und so wie das aussah. Ich habe ja auch, weil ich konnte leider, sorry, ich konnte ja leider nicht filmen, als die mich gefilmt haben. Also als Kabel 1 mich gefilmt hat, konnte ich nicht filmen. Das war so blöd. Deswegen konntet ihr mein Fazit nicht hören. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, dass es generell schwierig doch war, dass wenn man die Leute kennengelernt hat, also irgendwie den Inhaber und so weiter, das ist noch so neutral zu beurteilen. Trotzdem fand ich es nur teilweise gut. Also ich hatte, glaube ich, eine gute Wahl getroffen mit meinem Essen, sage ich mal so. Aber mein ganzes Fazit und alles, was so passiert ist, seht ihr am besten selbst in der neuen Sendung. Ich finde das Konzept total cool von der Sendung. Gefällt mir. Ich werde auf jeden Fall einschalten sowieso. Und ja, da könnt ihr mich dann sehen. Also morgen um 20.15 Uhr läuft es dann auf Kabel 1. Ja, freut mich, wenn ihr natürlich auch reinschaut. Dann seht ihr mich vielleicht auch. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.